Es ist wieder soweit, der German Klassiker ist back. Bayern Dortmund, ob es um was geht, keine Ahnung, aber... Hier sind auf jeden Fall unsere Tipps zu diesem 31. Bundesligaspieltag. Oh, und wir fangen am Freitagabend mit Wolfsburg gegen Mainz. Und wurden die Wölfe da mal bedient von Dortmund? Die brauchten nur 15 Minuten, um dieses Spiel zu entscheiden. Ist natürlich auch in der Höhe ein bisschen... verzerrte Realität. Sollte man die Wölfe jetzt komplett abschreiben gegen Mainz oder reißen sie sich jetzt gerade am Riemen? Abschreiben sollte man auf jeden Fall meine Tipps, Radek, denn ich habe ihr wirklich Wolfsburg so ein knappes Spiel in Dortmund zugetraut oder ein Unentschieden, nicht. Aber da ist das Händchen gerade sehr, sehr wackelig. Passiert halt auch, ne? Gegen Mainz müssen sie jetzt wirklich in die Spur zurückfinden. Ansonsten kann das eine sehr, sehr ungemütliche letztes Zehntel der Saison werden. Da haben wir nur noch 4 Spieltage. Aber Mainz hat jetzt auch nicht wirklich überzeugt mit dem 0-0 gegen Stuttgart und davor den Niederlagen gegen Köln und Augsburg. Was denkst du denn? Ja, ich denke das Gleiche. Ich würde jetzt den Tipp abhängig von der auch nicht überragenden Mainzer Form machen, die ja auswärts auch eine der schwächsten Mannschaften der Liga sind. Also konkret gesagt die zweitschlechteste, während die Wölfe zu Hause immerhin 6 oder sagen wir 8 von 15 Spielen nicht verloren haben. Und deswegen denke ich, es muss eine Reaktion kommen. Ich denke auch, dass, wenn man die Namen der Wölfe so anschaut, das sind alles gestandene Leute, bis auf Wout Weghorst, der ist aber nicht mehr da. Und deswegen ist das Value schon auf der Heimseite. Ich würde jetzt nicht auf den Sieg der Wölfe gehen, aber ein Asian Handicap 0 kann man mal ins Auge fassen mit einer Quote von 1,78. War auch noch höher gestern, als wir das Video für OddsPD Englisch Kanal gemacht haben. Als ich auch gesagt habe, eigentlich musst du gegen Wolfsburg setzen, aber auf der anderen Seite, die Bundesliga ist ja gerade für solche Comebacks dann geschaffen. Ansonsten beide Treffen wären eine Option mit 1,8. Im Endeffekt finde ich auch das Unentschieden gut. Eins von vielen Unentschieden an diesem Spieltag mit einer 3,3er-Quote. Da hat man jetzt die Qual der Wahl. Da lassen wir unsere Zuschauer am besten entscheiden. Schreib deinen Lieblingstipp bei diesem Spiel mal in die Kommentare. Vielleicht ist es auch meins, wäre ich auch nicht überrascht. Wenn es sowas ist, wo wirklich viel passieren kann, hast du halt zwei Optionen. Finger weg oder dir nur die beste raussuchen. Die beste ist fast... in meinen Augen beide treffen mit einer 1,8, aber auch das ist nicht wirklich gut. Die beiden. Okay, das ist das Einzige, was ich jetzt kacke von deinen Vorschlägen gefunden habe, beide treffen. Ja, dann, wie gesagt, Finger weg. Oder genau deshalb nehmen. Aber, weil wir jetzt gerade über überraschend geredet haben oder was nicht überraschend ist, was mich sehr, sehr überrascht, dass Bielefeld jetzt die letzten Spiele mit einem neuen Trainer ins Spiel geht. Der Kramer, der wurde entlassen und das wundert mich insofern, dass ich eigentlich jede Woche mir gedacht habe, Mensch, Bielefeld spielt echt eine richtig gute Saison und über meinen Erwartungen. Aber die letzten 7 Spiele sieglos gewesen und Tabellenplatz 17 mit Chancen auf 15, 16 reicht offensichtlich der Arminia nicht. Deshalb ist der Torwarttrainer jetzt auf dem Sessel. Gegen Köln wird es ganz, ganz schwierig. Die Quote, die taugt mir aber nicht auf den FC. Nee, und irgendwo auch mega ungerecht, weil Kramer hat letzte Saison eigentlich fast das Unmögliche geschafft und Bielefeld nicht nur konkurrenzfähig gemacht, sondern echt mit denen sehr defensiv starken Fußball gezeigt und überhaupt, an dem lag es sicher nicht. Man muss ja auch sehen, was die für Verletzungspech hatten und jetzt auch wieder gegen Bayern da eine schwere Verletzung und Spieler hinnehmen müssen. Also da sich vom Trainer zu trennen, ja, irgendwas muss man machen, ist halt der letzte Strohhalm, aber halt auch irgendwo einfach die Ungerechtigkeit dieses Fußballer-Jobs. Frank Kramer wird mit Sicherheit hoffentlich bald einen anderen Verein finden, ansonsten lässt er sich halt von Bielefeld noch bezahlen. Aber auch die Quote, du hast recht, ist etwas unfair. Mit 1,55 ist Köln natürlich extrem überbewertet, aber auch irgendwo natürlich nicht aus der Luft gegriffen. Auch hier wäre dann die einzige Option zu sagen, bei Köln gewinnst du nichts, wenn du drauf setzt. Also auf ein Unentschieden gehen. Aber ist natürlich dann auch indirekt eine Wette auf Bielefeld. Die Asian Handicaps, die habe ich mir abgewöhnt, weil bei so Sachen auf einen Außenseiter zu setzen,
gewinnst du auch nichts, auf Köln minus 1 zu setzen. Ist auch schwierig, alles nicht so einfach. Ein schwieriger Spieltag, ich nehme es schon mal vorweg. Wenn man hier nicht die Eier hat, auf ein X zu gehen, dann auch eine klare No-Bet. Frankfurt-Hoffenheim, das ist aber ein interessantes Spiel. Da habe ich mal eine Meinung dazu. Denn die Frankfurter haben ja einfach eine Sensation geschafft mit ihren Fans. Ein Heimspiel in Barcelona ausgetragen. Und jetzt stehen sie da im Halbfinale der Europa League. Und Frankfurt ist natürlich in Gedanken absolut in dieser Europa League, wo jetzt dann das Halbfinale direkt 5 Tage nach dem Spiel gegen Hoffenheim gegen West Ham ansteht. Wir haben übrigens ja auch aus diesem Grund die Niederlage bei Union Berlin vorhergesagt. Ist es jetzt quasi vor dem Spiel oder nach der Niederlage? Deswegen denke ich, Frankfurt wird gegen Hoffenheim ein anderes Gesicht zeigen. Zwar haben sie vielleicht schon West Ham im Kopf, aber ich denke, dass sie auch auf jeden Fall frischer agieren werden als nach diesem Spiel gegen Union Berlin und vor allem auch zu Hause spielen, wo sie überraschenderweise in der Bundesliga in dieser Saison die drittschlechteste Mannschaft sind. Liegt aber auch daran, dass im Prinzip sau viele Mannschaften zu Hause gut sind und die Eintracht ihre Punkte hauptsächlich auswärts geholt hat. Nichtsdestotrotz traue ich ihnen zu Hause gegen Hoffenheim zu, dass sie nicht verlieren. Quote ist 1,8. Ja, also, wir haben übrigens auch schon bei dem Hinspiel Frankfurt gegen Barcelona auf Freiburg genau deshalb getippt, also zweimal gegen die Eintracht. Und eins möchte ich auch noch zu sagen, Gänsehaut, diese ganzen Momente mit den Frankfurt-Fans und auch, dass die Mannschaft dann so überzeugt hat. Und ganz ehrlich, wenn 30.000 Deutsche in irgendeiner Innenstadt in Europa rumlaufen, dann hast du doch nicht das Gefühl, dass das friedlich ausgehen kann. Aber die Eintracht-Fans, die schaffen das und ich finde die einfach unglaublich geil und ich glaube auch, dass die in West Ham, wo auch immer West Ham ist, bestimmt irgendwo London oder irgend sowas, auch wieder einmarschieren werden, wie damals gegen Arsenal in London. Vermute fast, es ist irgendwo im Westen von London. Ja, wer weiß das schon so genau. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie ins Finale kommen. Und ich glaube, dass aber mit den, die wollen jetzt mit einem sehr, sehr guten Spiel den Fans das auch ein bisschen zurückzahlen, den Support auswärts. Aber ich sehe tatsächlich eher Value bei Asian Handicap Auswärtssieg, also Asian Handicap 0, Hoffenheim. Ist mir zu gefährlich, die Eintracht. Ich freue mich einfach nur mega aufs Spiel gegen West Ham und bitte, bitte lass irgendwie Eintracht nächstes Jahr wieder international spielen, weil die werten den Europa League Cup, den Euro League Cup sowas von auf, unglaublich. Ja, aber es ist halt kein Argument für Hoffenheim. Die haben ja mal den krassesten Bayern-Fluch seit langem. Die haben einen Punkt gegen Bayern geholt, dann 3 Niederlagen in Folge, unter anderem gegen Bochum und Hertha, die vorher vor allem Hertha gar nichts gerissen hat auch, verliert dann gegen oder gewinnt gegen Hoffenheim und auch gegen Fürth ein 0-0. Also Hoffenheim ist jetzt im Moment keine Mannschaft, wo man sagt, genau auf die muss ich jetzt mein wohlverdientes Geld setzen. Wie viel willst du, Buchmacher? Ich habe hier gerade noch ein paar Blackjack-Chips übrig. Ich würde keinen einzigen davon auf Hoffenheim setzen, aber Asian Handicap 0 auf Frankfurt finde ich gut. Also einigen wir uns auf Unentschieden oder sagen wir wieder Finger weg? Ja, Unentschieden. Und nächstes Spiel, auf geht's. Ja. Exakter Ergebnistipp wäre halt 2-2. Beim Asian Handicap 0 hast halt noch die Glücksfälle vielleicht ein bisschen abgedeckt, aber ansonsten Risiko mit einer Dritteleinheit auf dieses X auch nicht verkehrt. Fürth, gerade angesprochen, hat ja ein 0-0 rausgeholt gegen Hoffenheim. War jetzt nicht der erste Punkt der Fürther, der etwas überraschend kam. Auch gegen Frankfurt haben sie auch 0-0 gespielt und auch gegen Freiburg, also gegen echt Mannschaften, wo man eigentlich gesagt hätte, klare Niederlage für die Fürther. Wiederum ein solches Spiel ist jetzt gegen Leverkusen, wo man auch sagt, eigentlich eine klare Niederlage für die Fürther, aber wenn du jetzt auf Leverkusen setzt, gewinnst du halt nicht viel. Denkst du, Leverkusen agiert in Fürth anders als die anderen oder macht es Sinn, hier die Finger auch von solchen Spielereien zu lassen? Ich würde hier tatsächlich einfach auf einfachen Sieg Leverkusen gehen und das mit einer anderen 1-4, 1-5er Quote kombinieren, um eine Doppelquote, eine Double-Bet sozusagen rauszubekommen. Asian Handicap auf Leverkusen würde ich nicht mehr machen. Dafür habe ich jetzt auch zu viel Respekt vor den Fürthern. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt schon das nächste Spiel wieder unentschieden spielen werden. Und ein Tor schießen tun sie auch nicht. Die haben jetzt schon länger nicht mehr getroffen. Meinst du, die schießen jetzt nie wieder eins? Oh, oh, oh. Gerade der Ex-Stürmer Leitl, der wird denen doch jetzt mal eigentlich
einen Einlauf verpassen mal wieder. Aber grundsätzlich, ja, mei, Fürth ist natürlich außer Konkurrenz in der Saison angetreten. Dafür haben sie aber relativ viele Punkte dann am Ende geholt, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte. Und deswegen gegen sie zu setzen zu Hause gegen Leverkusen ist jetzt bei der Quote nicht mein Fall. Leipzig gegen Union, das ist ja auch spektakulär. Die treffen jetzt heute, filmen das hier jetzt am Mittwoch, aufeinander im Pokal. Deswegen kann man jetzt noch nicht so richtig sagen, was man da in der Bundesliga tippen sollte. Das Spiel, ja, ich erwarte ein knappes Pokalspiel, aber irgendwie ein deutliches Bundesligaspiel, weil Leipzig einfach einen Lauf hat in der Liga, jetzt auf Platz 3 gesprungen ist mit diesem wichtigen Sieg gegen Leverkusen. Aber auf der anderen Seite hat auch Union 3 Spiele in Folge gewonnen, aber Leipzig ist halt ein anderes Kaliber und vor allem hat Leipzig halt Heimvorteil und da sind sie halt eine der besten Mannschaften der Liga zu Hause und das spricht eigentlich alles dafür, da auf Leipzig zu gehen. Vielleicht ändert sich die Meinung oder auch die Quote abhängig vom heutigen Pokalspiel, aber es wäre wahrscheinlich die Kombinationswette für dich mit Leverkusen. Ja, ein bisschen gefährlich, aber vielleicht. Also erstmal, was kurios ist, die spielen jetzt DFB-Pokal und Bundesliga direkt nacheinander gegeneinander. Das gleiche haben wir, glaube ich, schon bei Mainz-Bochum und Bielefeld, oder? Mainz-Bielefeld, bei beiden, glaube ich, sogar so gehabt. Oder Freiburg-Bochum, weiß ich nicht, auf jeden Fall bei 2 oder 3 Begegnungen. Echt verrückt. Ansonsten, Grüße gehen raus an Antonio. Danke für deine vielen Kommentare immer. Bist ja Leipzig-Fan. Und als ich den Kommentar gelesen habe, ja, Leipzig holt das Double, habe ich mir erstmal gedacht, was labert der, was für ein Double. Und es ist echt verrückt, dass Leipzig, obwohl sie so schlecht begonnen haben und wir haben alle vor der Saison gesagt, die können Meister werden, die sind Bayernjäger Nummer 1. Dann ist halt alles eigentlich komplett nach hinten losgegangen mit Jesse Marsch, den ich auch als Trainer unglaublich cool, passend fand. Und auf einmal könnte das wirklich die beste Saison aller Zeiten für Leipzig werden, wenn sie hier Zweiter oder Dritter werden, DFB-Pokal und Euroleague gewinnen. Also es ist Wahnsinn. Und von daher glaube ich nicht, dass sie jetzt gegen Union nachlassen werden. Unentschieden möglich, aber ich glaube tatsächlich auch an Sieg, aber man muss das heutige Spiel abwarten, deshalb können wir da echt keine faire Wette machen. Ja, und dass sie noch Zweiter werden, ist relativ schwer bei 9 Punkten Rückstand. Andererseits, dass sie überhaupt jetzt relativ safe in die Champions League kommen, wenn sie so weiterspielen, das ist schon, muss man sagen, ein Tedesco-Effekt, den man so sicher nicht unbedingt erwartet hätte. Und deswegen, ja krass, das Potenzial der Mannschaft war da, er hat es halt rausgeholt und Marsch nicht. Und andererseits, mehr Potenzial rausholen als aus einer Mannschaft wie Christian Streich es tut, geht eigentlich auch nicht. Dass Freiburg deswegen aber Favorit gegen Gladbach sein soll, im Moment vor allem, weil die Gladbacher sich eigentlich wieder gefangen hatten, bis sie dann halt dieses Derby gegen Köln verloren haben, ist natürlich auch ein bisschen schlecht, diese Quote. Für mich ein klares Unentschieden. Das erste Mal, dass Gladbach 2 Spiele in einer Saison gegen Köln verloren hat und Hütter-Rausrufe gab es. Ja, er hat so ein bisschen seinen Ruf ja ruiniert, zumindest kurzfristig. Im Trainergeschäft ist es sowohl negativ wie positiv eh alles nur sehr kurzweilig. Dann hat man gleich wieder das umdrehen können. Aber man darf nicht vergessen, letztes Jahr super erfolgreich mit Frankfurt und sein nächster Schritt mit Gladbach ist so ausgeblieben. Freiburg, Streich, ich hoffe einfach nur, dass er den DFB-Pokal gewinnt, auch wenn wir gerade über Leipzig-Double gesprochen haben, weil für sein Lebenswerk wäre doch so ein Titel mit so einer Freiburger Mannschaft einfach nur geil. Hier glaube ich aber auch tatsächlich, dass X2 die beste Wette wäre. Ja, und das deckt ja das Unentschieden auch ab. Asian Handicap, Double Chance, Gladbach gibt eine 2,07. Wohl wissend, dass Freiburg natürlich zu Hause stark ist und auch einen Lauf hat, aber ja, dann würde man nie was gewinnen, weil man nur immer dem Trend hinterherlaufen würde. Deswegen setzen wir den neuen Trend und sagen, Gladbach schlägt zurück und schafft hier mindestens einen Punkt beim 1:1 in Freiburg. Gibt es auch einen Punkt für die Dortmunder in München? Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie deine Meinung dazu ist. Aber es gibt ja bestimmt da draußen einige Dortmund-Fans, die vielleicht immer noch die Hoffnung haben, da könnte was gehen. Deswegen würde ich mir
gerne vorher noch die Tabelle anschauen. Die Ausgangssituation ist eigentlich nicht so optimal, weil die Dortmunder ja schon 9 Punkte Rückstand haben bei noch ausstehenden 4 Spielen. Wenn jetzt dieses Spiel weg ist, sind es noch 3 Spiele. Das heißt, wenn Bayern dieses Spiel gewinnt, dann ist das die Meisterschaft entschieden. Wenn Bayern unentschieden spielt, eigentlich auch, weil dann sind es immer noch 9 Punkte bei noch 3 Spielen. Da müssten die Dortmunder im Torverhältnis einiges noch erledigen. Auch unmöglich. Also den Bayern reicht ein Punkt hier. Dortmund muss dieses Spiel gewinnen, um noch eine Strohhalmchance zu haben, die auch aber wirklich keine ist, weil dann hätten sie immer noch 6 Punkte Rückstand. Also Dortmund hat die letzte Chance, aber immer wenn Dortmund irgendwie eine Chance hatte, haben sie es ja irgendwo verkackt. Ja, auf Dortmund brauchen wir jetzt hier echt nicht irgendwie stark reden, vor allem auswärts nicht. Ich glaube, Bayern macht das. Die Frage ist, wie hoch oder wie knapp oder geht es vielleicht doch unentschieden aus? Haaland hat ja zumindest jetzt mal wieder getroffen. Da hoffe ich auch, dass es bald eine Entscheidung gibt. Und mehr habe ich zu dem Spiel auch nicht zu sagen, außer dass es wirklich ein tolles, tolles Samstagabendspiel ist. Da kann man sich drauf freuen. Ich hoffe, dass keine Mannschaft großartig taktisch daran geht, im Sinne von hinten erstmal bunkern, weil es geht ja nicht mehr wirklich um was. Bayern könnte mit einem tollen Offensivspektakel die Meisterschaft daheim eintüten, ist bestimmt cooler als auswärts und Dortmund könnte nochmal einen geilen Offensivfußball zeigen und Rose dann vielleicht auch ein bisschen aus der Kritik rausnehmen, wobei es eh krass ist. Du bist Zweiter, hast mit Abstand die zweitmeisten Tore und angeblich bist du Kacke. Also da geht es um Hütter und Kohl viel schlechter. Ja, und das ist halt das Dortmund-Schicksal. Erinnere dich an Favre, der eigentlich der beste Dortmund-Trainer nach Punkten aller Zeiten war, so in der Art. Und auch irgendwie vom Hof gejagt wurde, weil er gerade mal eine schwache Phase hatte und eben nicht Meister geworden ist. Also da sind die Erwartungen natürlich hoch in Dortmund, aber auch ein bisschen unrealistisch, wenn man dann sieht, was die Mannschaft dann im Endeffekt auch noch zu leisten imstande ist, weil sie halt einfach noch sehr jung ist im Vergleich zu den vielen erfahreneren Bayern. Und auf der anderen Seite fehlt ihnen natürlich auch in der Saison massig Qualität, halt auch noch im Vergleich zu den Jahren davor. Und Haaland war die ganze Zeit nicht dabei. Also von daher schon echt verrückt eigentlich, was die erwarten. Schwierig hier eine Wette zu finden, tue ich mir auch. Also ich denke, was mir am besten gefallen hat, war fast ein unter 4 Tore, weil ich davon ausgehe, dass diese Spiele eigentlich immer knapp waren. Aber dagegen spricht halt einfach, dass die Bayern halt auch zu Hause diese Meisterschaft holen könnten und auch einiges an Frustbewältigungen vor sich haben. Und da kommt jetzt so ein Gegner wie Dortmund gerade recht, weil da wird keiner jetzt irgendwie so ein bisschen locker über den Platz traben, sondern dann zeigt Bayern in solchen Spielen normalerweise wirklich, wo der Hammer hängt. Deswegen hat der Dortmund die letzten Spiele gegen Bayern alle verloren. Die letzten 7 sogar, oder? Krass. Oder zumindest nicht gewonnen. Auf jeden Fall. Ja, nicht gewonnen und sogar so verloren. Deswegen habe ich das schon richtig im Kopf gehabt. Wahnsinn. War natürlich alles relativ knappe Spiele, außer halt im 9. November 2019. Da war es aber auch kälter und wir wissen alle, Dortmund, die können nicht so gut mit der Kälte umgehen. Jetzt kann aber man auf der anderen Seite aber auch sagen, du, wenn im Bayern-Kader doch vielleicht nicht so gut ist. Und zwar, ich glaube, dass das Verhältnis mit Nagelsmann im Prinzip schon jetzt freeze ich gerade, oder? Ja, aber nur dein Gesicht. Ich dachte, du hast dein Botox übertrieben. Zwischen Club und Spielern und im Team vielleicht doch nicht perfekt ist, kann ich mir sogar vorstellen, einfach mal so blöd rausgesagt, dass Dortmund 3-1 gewinnt. Also dann kannst du sogar mal hier so zum Spaß Asian Handicap -1 auf dem BVB machen. Da eine Zehntel-Einheit drauf. Tut nicht weh, aber das Return on Invest, wenn es denn mal passiert, alle Jubeljahre. Ja, vor allem kannst du dich dann als Prophet feiern lassen. Also das hätte schon was, ja. Die Idee hätte von mir kommen können. 12er-Quote für alle Dortmund-Fans. Go for it. Besser als jetzt eine lahme Wette auf einen Sieg und dann gewinnen sie nicht. Wenn, dann schon richtig verlieren oder eben fett abräumen. Und auf Bayern zu setzen bei der Quote macht zugegebenermaßen keinen Sinn. Also freuen wir uns einfach auf ein tolles Topspiel. Und dann haben wir ja noch 2 Sonntagsspiele und die haben es in sich. Unter anderem 4 Mannschaften, die so im Abstiegskampf
stecken noch ein bisschen, bis auf Bochum, die ja eigentlich schon mehr oder weniger durch sind, weil sie halt einfach auch gegen große Teams gepunktet haben und einfach eine sensationelle Saison spielen. Und da finde ich, muss man halt auch den Namen Thomas Reis mal erwähnen, wenn es darum geht, wer denn der Trainer der Saison sein soll, gell? Weil die erwartungsmäßig starken Trainer wie Rose, wie vielleicht auch sogar Hütter oder Nagelsmann, haben ja mehr oder weniger in ihrem Rahmen der Möglichkeiten enttäuscht. Aber wenn dann einer wie Thomas Reis es schafft, mit Bochum die Bayern zu schlagen und in der Liga zu bleiben, was Bochum ja fast keiner zugetraut hätte, ist das ja natürlich eine Leistung, die man viel höher bewerten muss. Auf der anderen Seite, Augsburg hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr zugetraut. Und die sind auch irgendwie so mal gefühlt aus dem Gröbsten raus, weil sie 2 Siege in Folge hatten und dann wieder eher wieder drin. Aber dieses Spiel gegen Hertha war ja auch wirklich spitz auf Knopf. Da hätten sie auch einen Unentschieden mindestens rausholen können. Das war einfach nur ein Glücksfall, dass Hertha das gewonnen hat. Und deswegen sehe ich sie jetzt gegen Bochum auch nicht als krasse Außenseiter. Können schon auch was reißen. Beide Teams könnten, glaube ich, sehr gut mit einem Punkt leben. Dann hätte Bochum 37, Augsburg 33. Mach vielleicht nochmal die Gesamttabelle, damit man mal sieht, was das bedeutet. Das heißt, sie haben auf jeden Fall die Hertha auf 2 Spiele abgehängt, blöd gesagt. Also ist selber in der Hand, Stuttgart genauso. Also ich glaube, das geht unentschieden aus, weil beide Teams damit leben können. Und Bochum wäre mit dem einen Punkt fast schon durch. Einfach, weil Augsburg keine 3 holt. Aber noch bessere Idee wäre eigentlich fast Asian Handicap plus 0,25 auf Augsburg, wenn man so will, mit einer 1,88. Die Quote ist aber echt schlecht dafür, da musst du auch ehrlich sein. Nee. Da lüge ich jetzt und sage, die ist nicht gerade gut genug. Ja, es ist nicht optimal, aber ich weiß nicht. Dieses X ist natürlich auch nicht so super. Also in alle Richtungen schwierig zu sagen, deswegen... warum nicht auf das exakte Ergebnis 1:1 tippen? Sehr gute Idee. Übrigens, Radek, das erste Mal, dass wir seit langem wieder über der 20-Minuten-Marke sind, auch interessant. Kommt mir nicht so lange vor. Ich hoffe, euch da draußen. Aber auch ein interessanter Spieltag mit Topspiel Bayern-Dortmund. Da kann man schon mal auch sich die Zeit nehmen, darauf einzugehen. Also hier das 1:1 gibt eine 7er-Quote für Ergebnistipper vielleicht eine Option. Meine Wette wäre das Asian Handicap plus 0,25. Aber ich spoiler, glaube ich, nicht zu viel, um zu sagen, das ist auf jeden Fall auch eine X-Wette für unsere Systemwette. Und dann haben wir noch ein Spiel. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Gänsehaut kriege, weil ich mich da so in Rage schon geredet habe bei diesem Spiel. Und natürlich, wer mich ein bisschen kennt, weiß auch, dass ich der größte Felix Magath-Fan der Welt bin. Und er hat es mal wieder bewiesen. Als ich ihn schon abgestempelt hatte, als Fahrradfahrer mit in die Jahre gekommen oder viele andere ihn erst recht schon angezweifelt haben, was wollen sie jetzt mit Magath, hat er nach 2 Niederlagen in Folge die Hertha zu einem dreckigen Sieg in Augsburg geführt. Und das ist genau das, wofür ein Magath geholt wird. Nicht für die Schönspielerei, nicht dafür jetzt plötzlich zu brillieren, sondern einfach mit einer Drecksmannschaft einen dreckigen Sieg rauszuholen. Und genialer Schachzug, warum nicht vorher schon gemacht, einfach Kevin Prinz Boateng einfach zu sagen, hey Prinz, du bist einfach der wichtigste Mann, du bist der Prinz, du bist sogar der König von Berlin, führ deine Mannschaft einfach so an, wie du es damals mit Frankfurt getan hast und prompt kann die Hertha so ein sauwichtiges Spiel gewinnen, wir haben es ja in der Tabelle gesehen. Die sind jetzt 3 Punkte hinter Augsburg. Wenn sie dieses Spiel nicht gewonnen hätten, dann wären sie eigentlich schon weg vom Anschluss gewesen. So haben sie jetzt sogar Stuttgart überholt und sind dabei und können jetzt im nächsten 6-Punkte-Spiel gegen Stuttgart dafür sorgen, dass der Klassenerhalt fast schon in trockenen Tüchern ist oder zumindest sehr, sehr realistisch wird. Und deswegen ist es auch entscheidend, wie geht der VfB ins Spiel. VfB hat halt die Nachteile, sie spielen auswärts, was sie überhaupt nicht mögen. In dieser Saison. Sie haben jetzt auch keine Argumente in den letzten 3 Spielen geliefert, warum man ihnen nur ein
Fünkchen zutrauen würde, weil sie in den letzten zwei Spielen kein Tor geschossen haben und weil sie gegen Bielefeld im direkten Duell mit einer Abstiegsmannschaft auch nicht gewinnen konnten, obwohl sie so viele Chancen hatten. Also der VfB ist extrem angezählt. Hertha wittert Morgenluft, hat diese Derby-Pleite in neue Motivation umgelenkt. Felix Magath ist der Retter und die Hertha wird dieses Spiel nicht verlieren. Und das reicht dann auch schon, um hier eine super Wette bei Asian Handicap 0 mit einer Zweierquote zu bekommen. Wenn man so will, muss man gar nicht irgendwie drauf spekulieren, dass die Hertha gewinnt. Unentschieden Gefahr wie in jedem Spiel in der Bundesliga, auch in diesem Spiel, aber mit klarer Tendenz zu Hertha, deswegen diese Zweierquote Zucker. Der längste Monolog ever. Vor allem, wenn es um so ein Duell geht. Aber es ist Abstiegskampf pur. Überraschend, dass Hertha Außenseiter sein soll, vor allem Heimspiel und noch in der Tabelle vor Stuttgart. Ich würde auch Asian Handicap 0 nehmen, weil dann kriegst du nämlich und auch ich unser Geld zurück, weil ich glaube, es geht 1-1 aus. Nee. Hast jetzt gar nicht aufgepasst beim Monolog. Sorry, hab ich zu sehr zugequatscht. Aber gut, dann fassen wir mal zusammen, was denn an diesem Spieltag relevant ist, wenn es darum geht, ein bisschen Geld zu verdienen. Und da ist er wieder, der Zettel Ewald mit seinen X-Wetten. 2 aus 4 X-Systemwette bedeutet, wenn 2 X eintreffen aus diesen 4 Spielen, dann machst du schon einen ordentlichen Gewinn von ungefähr 2,5. Und wenn sogar 3 eintreffen, dann räumst du mal mit einer insgesamt ungefähr 6er-Quote ab. Und wenn alle 4 eintreffen, dann ist Zahltag. Deswegen, unsere 4 potenziellen Xe sind Wolfsburg gegen Mainz, Eintracht gegen Hoffenheim, Freiburg gegen Gladbach und dann haben wir natürlich noch Bochum gegen Augsburg. Außerdem noch 2 Einzelwetten. Wir haben Radek gehört, Hertha Asian Handicap 0, der Sieg für eine Zweierquote und dann machen wir einfach noch mal ein bisschen was auf den BVB Asian Handicap minus 1 für eine Zwölferquote. Glück auf! Und dann viel, viel Freude an diesem Spieltag. Ich bin heiß drauf und bis zum nächsten Mal. Du, schau mal überhaupt zusammen, die Schwiegermutter hat Geburtstag. Okay, weiter.